der Andreas Gretsch von der Piratenpartei hat euch noch ein paar Worte zu sagen und herzlich willkommen auf der Handparade. Nee, das hier. Ja, ich grüße euch. Nachdem ihr von den Vertretern der Ampel so einiges gehört habt, was die so schon Gutes für euch erreicht haben oder demnächst erreichen werden, will ich mit euch mal eher Klartext reden. Die Ampel ist jetzt 248 Tage im Amt. Und was ist seitdem geschehen? Circa 124.000 Strafanzeigen gegen Konsumenten wurden aufgenommen. Ich sagte einfach nur, pfui! Tausende von Führerscheine wurden zu Unrecht eingezogen und viele teure, unnütze MPUs durchgeführt. Einfach nur pfui! Tausende betroffene Konsumenten wurden diskriminiert, verfolgt und ihre Berufs- und Zukunftsperspektiven zerstört. Das ist ein völliges Staatsversagen. In diesem Zusammenhang verweise ich auf das aktuelle Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Kontrollierte Urinabgabe im Strafvollzug ist verfassungswidrig. Das ist 4 Tage alt, das Urteil. Ich bin gespannt, wie das Gericht dann die Arschkontrollen, Leibesvisitationen bei Konsumenten, insbesondere bei Jugendlichen und Minderjährigen sieht. Und fragt mich immer, wird das eigentlich gelernt auf der Polizeischule? Daher fordern wir Piraten sofort die Entkriminalisierung für Konsumenten und Besitzer einer geringen Menge an jeglichen Substanzen. Menschen mit Suchtproblemen gehören medizinisch betreut und nicht weiter verfolgt. Typische Ursachen für Sucht sind Armut, Stigmatisierung, Probleme im Elternhaus, in der Familie, gesundheitliche Probleme und außerdem traumatische Erlebnisse durch Polizeikontrollen, insbesondere bei Jugendlichen. Gefährlich sind eher Überdosierung, Streckmittel, Schimmel, chemische Carbonoide. Daher fordern wir Piraten auch seit Jahren flächendeckendes Drug-Checking und Maßnahmen zur Harm Reduction. Ich habe letztens mit Kollegen gesprochen, die Drug-Checking anbieten. Was kam raus? Bei Ecstasy-Pillen, eine Pille führt ins Krankenhaus. Geviertelt macht sie Spaß. Der Verbraucherschutz für Konsumenten jeglicher Substanzen muss endlich einen höheren Stellenwert in der Politik bekommen. Ebenso der Jugendschutz. Die Prohibitionisten versagen da völlig. Bestes Beispiel sind die Schweiz. Altersheime voll alter Heroinkonsumenten. Da muss keiner mehr sterben, außer an Altersschwäche. Zum Thema Fahrtauglichkeit fordern wir seit langem endlich wissenschaftsbasiert an das Thema ranzugehen. Und die Studien unter anderem aus den Niederlanden, da gibt es welche, die sagen, es gibt ein paar Zentimeter Abweichung bei der Spur auf der Autobahn. Was sind Zentimeter Abweichung? Wenn ich meinen Kaffee eingieße oder am Handy spiele, habe ich mehr Abweichung. Zum Thema Cannabis und Führerschein. Die Ungleichbehandlung zum Alkohol ist aus unserer Sicht verfassungswidrig. Als erster Schritt sind Grenzwerte im THC, im Blut drastisch zu erhöhen und einer tatsächlichen Fahruntüchtigkeit anzunähern. Nächste Woche ist Verkehrsgerichtstag. Unter anderem geht es vielleicht um dieses Thema. Und wir hoffen, dass es endlich zu einer vernünftigen Lösung kommt. Die Prohibitionisten feuern in der Presse mal wieder das Thema Psychosen an. Auch bei der Einstufung der Gefährlichkeit von Substanzen fordern wir Piraten seit Jahren mehr Wissenschaftlichkeit und weniger Schwurbelei. Thomasius und Co. sind für uns Schwurbler oder Mietmäuler. Deren Studien sind international umstritten. Mischkonsum wird meistens verschwiegen. Ja, die haben ein Alkoholproblem und kein Problem mit Cannabis. Studien aus USA kommen dazu ganz anderen Ergebnisse. Kommen wir uns zum Stichwort Eigenverantwortung. Ein Leben ohne Drogen ist für viele Menschen nicht erstrebenswert. Ohne Kaffee, Tee, Schmerzmittel, Zucker, Tabak, Alkohol. Aber ich meine auch die anderen Substanzen damit. Das Bundesverfassungsgericht muss sich endlich mit der Frage beschäftigen, ob es ein Grundrecht auf Rausch gibt. Sie können sich nicht weiter um diese Fragestellung drücken. Zum Schluss möchte ich euch nochmal vor den Gefahren des Cannabis warnen.
und möchte euch sagen, dass es auch Psychosen auslösen kann. Aber wisst ihr, was das Gefährlichste ist? Von den Bullen erwischt zu werden. Kommt gut nach Hause, passt auf euch aus und denkt bei den Wahlen auch mal an die Piratenpartei. Immerhin sind wir für die Legalisierung aller Drogen. Oder wenn ich Hans Söllner zitieren darf, ich bin nicht für die Legalisierung von Drogen, ich bin für die Legalisierung von Freiheit. Und wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Und wer war mit dabei? Die Grüne Partei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und da würde ich ganz gerne Bon auf der Bühne rauchen. Vielen Dank, Andreas. Mit der Bon ist eine gute Idee. Und vielen Dank auch an alle, die heute gekommen sind, die bis jetzt hier ausgeharrt haben.